Hallo AC-Freunde und willkommen zur nächsten Episode von Waxers RC TV. Heute der Rally TC04, mein Speedcar in 1:10er Größe. Wir werden uns das Fahrzeug einfach mal aus der Nähe anschauen. Wer den Kanal schon ein bisschen länger verfolgt, ich bin ja mit dem Fahrzeug mal Indoor gestartet, auf der Rennstrecke, Onroad, habe mit ihm meinen Spaß gehabt und habe ihn jetzt letztes Jahr im Zuge von der ganzen Corona-Geschichte mit raus auf den Parkplatz genommen, beziehungsweise auch mal mit raus aufs Flugfeld genommen und habe mit ihm ja Speedtests gemacht. Das eine Mal waren wir bei 94 km/h gelandet mit 3S. Das zweite Mal habe ich dann durch ein größeres Motorritzel dann die 113 km/h gesehen. Was aber an dem Fahrzeug tatsächlich bis dato nicht passiert war, war eine ordentliche Wartung, Reinigung der Kugellager, einfach mal der Check der Teile. Und das werden wir heute einfach mal alles nachholen. Ich werde da noch ein paar bessere Komponenten einbauen in Form von einem Servo und auch einem neuen ESC. Deswegen viel Spaß beim Video und schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Da liegt das ganze Schätzchen auch bereits schon zerlegt vor uns auf dem Tisch. Ich denke, so haben wir es auch tatsächlich leichter, einfach nachher mal ein bisschen ins Detail zu gehen und zu schauen, was und wie, welche Teile denn genau beansprucht wurden in den letzten 2 Jahren. Und wir können auf jeden Fall schon mal mit einer Karosserie anfangen. Freunde, das ist tatsächlich eine Karosserie, die habe ich lackiert Ende 2019. Das war meine erste Lexan-Karosserie, die ich damals gemacht habe. An der Stelle kommt sie von HPI. Das ist der Porsche 911er Turbo und Wahnsinn. Also ich muss wirklich sagen, die Karosserien von HPI sind ja auch alle lizenziert, an der Stelle schon mal top und sie halten wirklich was aus. Also klar, wenn ich jetzt mit dem wahrscheinlich ausschließlich nur draußen gefahren wäre, wäre sie wahrscheinlich heute nicht mehr in einem ganz so guten Zustand, aber auch Indoor halten die Karosserien ja nicht ewig und ich muss wirklich sagen, ihr seht es ja auch, sie hat schon einen Riss hier vorne drin, hat auch ganz, ganz viele Lackplatzer von den ganzen Kollisionen. Ihr seht auch hier die Einschläge. Die sind teilweise sogar noch vom Onroad-Fahren, Indoor. Ja. Aber nichtsdestotrotz, die Karo funktioniert. Ich habe jetzt mit der wirklich noch die letzten Speedtests draußen gemacht. Ich habe dann irgendwann mal zwischendrin die Karo mit Schwarz nochmal nachlackiert, um die Scheiben zu verdunkeln, weil ich die anfangs mit klaren Scheiben gefahren bin. Und ich habe lediglich etwas Tape verwendet, das heißt an den Radinnenkästen vorne habe ich das aber eigentlich mehr gemacht, weil es mir da immer ein bisschen die Reifen aufgebläht hat und dann die Karo eigentlich freigescheuert hat. Und dann habe ich vorne nochmal etwas Gewebetape zur Verstärkung reingemacht, weil da eben auch schon mal ein Riss in der Karo war. Jetzt haben wir hier wie gesagt Lackplatzer, die könnten wir von innen wieder raussprühen und dann kann man mit der Karo auf jeden Fall noch ein bisschen draußen weiterfahren. Ich denke so für irgendeinen eben nochmal Speedtest, weil da in Sachen Aerodynamik ist die Karosserie wirklich top. Ja. Und da kann ich sie also nur weiterempfehlen und deswegen wird man nie auf jeden Fall noch beibehalten. Genug über die Karo, kommen wir zum Fahrzeug. So, Baugruppe 1, die wir uns aus der Nähe anschauen, ist der hintere rechte Querlenker, der untere mit dem Dämpfer und eben auch dem hinteren C-Hub plus dem oberen Querlenker. An der Stelle bin ich hinten ja einen leichten Sturz gefahren, deswegen sind auch da die Querlenker komplett auf Block geschraubt. Ich denke, das werde ich da an der Stelle nochmal ein bisschen korrigieren, beziehungsweise auch mal vielleicht mit der Anschraubposition spielen. Das wird man dann vielleicht in dem Setup einfach mal machen oder wir belassen es bei, schauen wir einfach mal später. Der hintere Antriebsknochen, beziehungsweise beide Antriebsknochen, ich habe ja schon eine kleine Vorsichtung betrieben, die sind an der Stelle noch gerade, also ich habe nichts, was ich da jetzt bemängeln kann, dass die da irgendwie ungerade laufen. Und wer das Ganze ein bisschen länger schon verfolgt, ich prügel den TC04 ja mittlerweile auf dem Parkplatz draußen mit 3S. Das heißt, an der Stelle halten die Knochen schon gut was aus. Das kann man machen. Dann haben wir die Dämpfer, die ich damals eingebaut habe. Das waren an der Stelle Dämpfer von Yeah Racing. Habe ich die mal noch aus einem alten Fahrzeug übernommen. Die sind kurzer wie andere Ready-to-Run-Dämpfer. Dadurch habe ich natürlich schon mal eine ganz andere Fahrzeughöhe. Und dadurch, dass ich ein relativ hartes Dämpfer-Setup gewählt habe, hat es jetzt bisher mal wirklich gut funktioniert.
An der Stelle, denke ich, wird man auch die Dämpfer einfach nur neu befüllen. Ich denke da aktuell an 600er oder 700er Öl sogar. Beim Indoorfahren verwende ich meistens 400 bis 500. Und dadurch, dass wir jetzt draußen auf Asphalt unterwegs sind und ich eben auch Speedtests damit machen will, werde ich da diesmal eine etwas härtere Viskosität wieder wählen. Das habe ich nämlich schon mal reingepackt und das hat sich jetzt bisher gut bewährt. Der Querlenker an der Stelle, der untere, sieht noch sehr gut aus. Die Anschraubpositionen für die Dämpfer sind alle noch da. Und wir haben lediglich etwas Dreck, was wir nachher entfernen. Wenn wir dann noch hergehen und mit den Pinstiften etwas die Passkontrolle machen, das heißt den einfach nochmal durchführen und nochmal ein bisschen rechts, links. Wir haben ganz leicht Spiel auf der Geschichte, aber nichts, was irgendwie sonderlich jetzt ausgetragen wäre oder irgendwo zu viel Spiel hat. Das heißt, auch da werden wir einfach nur oder werde ich den Querlenker reinigen und dann wieder verbauen können. Ansonsten haben wir nur noch zwei Sicherungsstifte und dann können wir eigentlich auch schon mal zum Chassis rübergehen. So, was ich ja hier beim Chassis gleich mitzeigen kann, das ist bereits schon mal der Zustand vom Hauptzahnrad. Also Hauptzahnrad an der Stelle sieht noch wirklich tipptopp aus. Da gibt es gar nichts. Das Motorritzel habe ich ja erst gewechselt auf ein 29 Zahnritzel. Ritzel und Motor befinden sich an der Stelle noch im Chassis verbaut, weil ich da an der Stelle außer der äußerlichen Reinigung vom Motor nichts anderes tun werde. Mit dem Fahrzeug fahre ich ja kein Offroad, deswegen glaube ich auch nicht, dass ich jetzt da groß irgendwelche Motorlager nachschmieren muss. Ich werde natürlich mit dem PTFE-Spray einen kleinen Schuss aufs Motorlager vorne reingeben und werde hinten vielleicht nochmal einen kleinen Schuss reingeben, aber ansonsten werde ich am Motor nicht viel machen. Hauptzahnrad, wie gesagt, kommt nachher wieder rein und obwohl ich, wie gesagt, das Fahrzeug auf 3S nutze, anders wie bei den Offroad-Modellen von Rally, ja, habe ich hier bei dem Zahnrad kaum eine Abnutzung. Das heißt, das kann ich an der Stelle wirklich auch nochmal 1:1 weiterverwenden. Da werde ich auch nichts tauschen müssen, da werde ich lediglich die Lager säubern, auch mit PTFE-Spray reinigen. Dazu werde ich es natürlich auch kurz auseinandernehmen und dann einfach wieder sauber zusammensetzen, damit es dann wieder ins Fahrzeug rein kann. An der Stelle die Differentiale können wir auch gleich durchnehmen. Ich habe immer noch das gesperrte Differential vorne, das auch immer noch gesperrt ist. Also an der Stelle, das habe ich damals mit Heißklebepistole gesperrt. Es ist immer noch gesperrt, obwohl ich ja dem Ganzen, wie gesagt, durch den 3S-Betrieb und 5200 kV relativ viel Rotation aussetze. Auch die Zahnräder von dem Diff-Tellerrad sehen nahezu wie neu aus. Und was mich an der ganzen Sache verwundert, beziehungsweise warum ich so verwundert und auch so glücklich darüber bin, ist die simple Tatsache, dass ich nämlich genau mit diesen Differentialen und mit den Zahnrädern normal beim New One beispielsweise oder beim Dual Fighter heftigste Abnutzungserscheinungen habe. Und ob das jetzt beispielsweise auch das hintere Diff, beim hinteren Diff sind wir noch komplett offen. Da ist auch das Fett jetzt tatsächlich durchgebraucht. Das merkt man einfach, das lässt sich da sehr, sehr leicht drehen. Und auch der Kegelradtriebring von vorne sieht an der Stelle noch wirklich top aus. Und wie gerade erwähnt, normalerweise habe ich bei den Offroad-Modellen eben genau mit diesen Teilen die meisten Abnutzungserscheinungen, dadurch auch Probleme. Das berühmte Diff-Knacken bei Rally, das ist so eine Geschichte, die kommt eben durch die Abnutzung dieser Teile. Dann haben wir noch die Kardanwelle, die Zentrale. An der hat sich einfach lediglich irgendein Material, irgendein Plastik herumgeschmolzen. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber es lässt sich auf jeden Fall entfernen. Das heißt, zentrale Antriebswelle an der Stelle konnte ich jetzt auch nicht vernehmen, dass die irgendwie krummgeschlagen wäre oder irgendwas. Das heißt, ich werde die einfach auch reinigen und dann wieder im Fahrzeug verbauen. Was wir dann noch als nächstes und als letztes zum Fahrzeug anschauen können, zum Zustand, sind einfach mal die Lenkhebel vorne. Bei den Lenkhebeln läuft es wie bei den Offroad-Modellen. Wir haben hier Pivot Balls, das heißt an der Stelle mit ordentlich eingestelltem Spiel haben wir eigentlich da jetzt keine große Abnutzung. Es ist immer noch so, wie ich das bei dem Fahrzeug gewohnt bin, oben wie unten, oben sogar noch ein bisschen enger gestellt, wie auf der unteren Madenschraube. Und auch die Mitnehmer habe ich damals schon in Aluminium getauscht, deswegen werden die auch dranbleiben und sind an der Stelle tipptopp. Da wird auch wieder lediglich nur das Teil getauscht, da werde ich sonst nichts tun müssen. Genauso wie bei den vorderen Antriebsknochen, die sind an der Stelle auch noch wirklich in einem guten Zustand, werden jetzt gereinigt mit allen anderen Metallteilen und dann auch wieder eingebaut. Das Chassis an sich hat unten natürlich jetzt ordentliche Farbe reinbekommen, durch die Nutzung auf dem Parkplatz oder auf der Straße auch, ja. Sind jetzt natürlich schöne Kratzer drin. Aber an der Stelle alles noch gut. Ich habe keine verbogene Chassisplatte. Das können wir an der Stelle mal festhalten. Das sind ja hier die Seitenflanken, die sind eh ein bisschen hochgebogen. Aber ansonsten, wenn ich das Chassis von der Seite betrachte,
Es ist nirgendwo ein großer oder irgendeine Welle drin. Deswegen können wir das Chassis auch noch gut weiter benutzen. Wenn wir es gesäubert haben, kann man dann alles wieder zusammenbauen. Und was ich euch hier noch zeigen kann, ist das Fett, das ich verwende an der Stelle. Ich habe das schon mal gezeigt in dem Video von Ultimate Racing, so ein Special Pin Squeeze. Das ist nicht wirklich dick von der Konsistenz. Es ist eigentlich eher recht weich. Aber bis auf Schmutz hat sich eigentlich dort nichts drin verfangen und hat eigentlich die Differentiale dadurch auch sauber laufen lassen. Das sieht an der Stelle auch wirklich noch gut aus. Wie gesagt, das ist mit Sicherheit jetzt schon über ein Jahr da drin, war auf Teppich bewegt und war draußen bewegt und sieht gut aus. Wie gesagt, wird getauscht, machen wir raus, machen wir frisches wieder rein und dann können wir wieder ordentlich zum Ballern gehen. Der Servo, der bisher verbaut war, den zeigen wir auch an der Stelle. Das war ein Carson CS9. Keine Besonderheit, aber ein Servo, das mit 9 Kilo eigentlich erstmal für ein Onroad-Fahrzeug ausreichend ist von der Stellkraft. Bei der Stellzeit war es ein bisschen langsam. Deswegen habe ich mich da jetzt auch entschieden, einfach den Schritt weiter zu gehen. Ein alter Onroad-Servo, den ich auch schon in dem Fahrzeug verwendet habe. Savex SC 1257 Titangetriebe. Hat 10 Kilo Stellkraft an der Stelle. Kommt aber mit 0,09 Sekunden Stellzeit um die Ecke und ist dadurch einfach sauschnell. Was auch ebenfalls verbaut war natürlich, war der ESC an der Stelle von Robitronic, der Racer 60. Der wird aber rauskommen, 60 Ampere hat der, wie es der Name schon sagt. Und ich werde hier meinen neuen 120 Ampere Regler einbauen, weil ich beim letzten Speedrun mit den 113 km/h gemerkt habe, dass der ESC da abgeschaltet hat. Der Motor hätte noch weitergemacht. Und deswegen dachte ich mir, neuer ESC her, 2 bis 4S Nutzung. Den habe ich eingekauft, meine ich, bei Amazon. Der war an der Stelle, glaube ich, mit 40, knapp 45 € nicht wirklich teuer und ist Plug and Play. Hat auch schon einen T-Stecker. Ich denke, da wird man aber noch was verändern, weil die T-Stecker ja bei 150 Grad sich schon bereits verabschieden. Was dann auch noch vorher drauf verbaut war, war eben diese Kühlrippe. Die fliegt jetzt auch raus und ich habe da schon ein bisschen vorgearbeitet und habe mir eben einen Lüfter mit einem eigenen Gehäuse aus PETG gedruckt, also 3D gedruckt, und habe jetzt dort wieder mein Basteldraht runtergepackt, das Ganze verschraubt mit einer Kühlrippe, die ich dann eben nachher auf den Motor stecken kann. Und so sieht das Ganze dann später mal aus. Auch dann im wunderschönen Blau, passend zu den anderen Accessoires. So, Freunde, da sind wir auch schon wieder und ich habe jetzt ja das Ganze mal ein bisschen beschleunigt. Das heißt, ich habe die Differentialgehäuseböden alle gereinigt und habe jetzt frisch wieder dieses Ultimate Racing Fett reingemacht. Da habt ihr wieder die frische Basis. Wie gesagt, das andere war an der Stelle nur verschmutzt. Das habe ich jetzt wieder großzügig reingemacht. Da kann man wirklich auch ein bisschen mehr davon nehmen. Dadurch, dass es eben nicht so dickflüssig ist von der Konsistenz, bewegt sich nachher das Differential trotzdem super drin. Und ich denke, die Vielschmierung hilft natürlich auch dem Diff weiterhin die Beständigkeit zu geben, die es bis jetzt schon hat. Also wie gesagt, ich bin da mega zufrieden. Auch wenn ich mir die Diff-Outs anschaue, Leute, zieht euch das mal rein. Die sind alle noch fatzengerade, obwohl der ja wirklich mit 3S schon richtig reinpanscht. An der Stelle sind es auch die Tellerräder mit der L-Verprägung. Das ist wie beim Dune Fighter zum Beispiel auch. Und wie gesagt, das vordere Diff ist an der Stelle gesperrt. Das können wir da auch schon wieder 1 zu 1 einbauen. Und wenn ihr mal schaut, den Triebling, ich habe die Kugellager jetzt wieder sauber, der dreht sich da richtig schön. Also das wird wieder super laufen. Können wir gleich mal hier vorne einstecken. Dann seht ihr ja schon, das dreht sich ganz gut von alleine mit. So muss es laufen. Und ich denke, je besser die Laufteile sind, desto mehr Geschwindigkeit wird man nachher rausholen. Was wir auf jeden Fall machen werden, wir werden es nochmal mit den vorhandenen Reifen testen, also mit dem alten Satz. Der hat noch ein bisschen Profil. Ich habe den jetzt letztes Mal draußen ein bisschen runtergeschrubbt, aber den wird man auf jeden Fall auch nochmal testen. Und ich habe auch einen Satz nochmal den gleichen neu bestellt, damit ich da einfach mit einem frischen Paar nochmal hinterher treten kann. Und dann wird man auch die Porsche-Karosserie zum Einsatz bringen und ich habe noch eine neue Karosserie, die ich aber dann erst noch lackieren muss. Mit der werden wir dann ebenfalls
denke ich, beim Willy West Speed Test Volume 3 auffahren und werden gucken, dass wir da dann den bestehenden Rekord der Porsche Karo auf 3S mit alten Reifen brechen werden. So, das einfach mal schon als kleine Vorankündigung. Gut, wir haben die Schirmscheiben, die wir brauchen beim Diff. Und beim TC04 ist es so, dass wir pro Seite eine Scheibe verwenden. Hier auf der Seite müsste jetzt schon eine drauf sein. Nein, hier ist schon eine drauf. Okay, das haben wir schon. Hier steckt eine drauf. Die bleibt auch da drauf auf der Seite. Und in dem Moment sehen ja die Kegelräder und alles noch wirklich tipptopp aus. Das heißt, wir können da auf jeden Fall im Setup so verbleiben, dass wir pro Seite eine Schirmscheibe verwenden. Das ist das gesperrte Diff. Da kommen dann auch wieder die Kugellager drauf. Ich habe vorne bei dem Differential schon gummigedichtete Kugellager verwendet, während das hintere noch mit den Ready-to-Run Kugellagern arbeitet, aber an der Stelle alles gut. Wie gesagt, dadurch, dass ich relativ wenig Offroad oder Rallye mit dem Fahrzeug fahre, passt das so wie es ist. Jetzt noch hier Rückstände mal entfernen, dass die mal weg sind. Die wollen wir nämlich alle auf dem Differential nicht drauf haben. So, wie gesagt, beim vorderen Diff muss ich nicht mehr reinschauen. Der Sparadapter macht immer noch seinen Job. An der Stelle auch wirklich top beim Onroad-Fahren, egal ob jetzt Indoor oder auch draußen beim Speedtest. Da ist wirklich die gesperrte Vorderachse echt praktisch. Dann können wir nämlich das auch schon wieder reinsetzen. Dann drehen wir das Ganze mal schön ein, damit sich das auch mit Fett übernetzt. Und dann kommt später noch ein bisschen von dem Fett in den Gehäusedeckel und dann haben wir es auch schon. Beim hinteren Diff, wie ich schon angekündigt habe, das fühlt sich einfach nur etwas leer an. Das heißt, an der Stelle hat sich das Fett schon ein bisschen rausgearbeitet. Und da werde ich jetzt auch nichts anderes machen, wie dieses Pinscrease verwenden. Ich kann es euch hier nochmal zeigen, in etwa von der Konsistenz. Da nehme ich jetzt eine gute Fingerspitze von, ungefähr so viel. Und werde das jetzt einfach hier ins Differential reinschmieren. Dann kann ich da auch nochmal ein bisschen was abtragen. Auch an den Rädchen ein bisschen unten drehen, am Mitnehmer, dass sich das mal ein bisschen eindreht. Aber ich denke, so wird das ausreichen. Das ist sehr, sehr großzügig an der Stelle, möchte ich gleich darauf hinweisen. Sehr, sehr großzügig. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich mit 3S und mit Sicherheit auch ein, zwei Versuche mit 4S fahren möchte, einfach mal dahingehend ein bisschen vorgebeugt und wie gesagt, ein bisschen mehr geschmiert wie weniger. Dann kann das Ganze wieder miteinander verheiratet werden. Das heißt, an der Stelle wieder zusammengeschraubt. Und dann kommen auch wieder pro Seite jeweils eine Schirmscheibe drauf. Die Kugellager kommen drauf. Und dann kann man das Ganze auch schon wieder einbauen. Jetzt haben wir soweit die Teile gereinigt. Also die Diffcovers sind sauber. Dann habe ich auch die zentrale Kardanwelle gereinigt. Wie gesagt, das war irgendwie geschmolzenes Plastik. Keine Ahnung, was sich da rumgewickelt hat und sich eben festgebrannt hatte in dem Fall schon. Genauso wie das Hauptzahnrad. Die ganzen Kugellager sind alle gereinigt, sind alle geschmiert. Und an der Stelle werden die wieder super rollen. Also allein schon nur vom Status der gereinigten Kugellager müsste ich ja eigentlich schon wesentlich schneller nachher sein. Deswegen bin ich gespannt, wie das dann nachher in der Testfahrt läuft. Sitzt auch eigentlich alles so wieder da, wo es sitzen soll. Und jetzt nehme ich wieder mein Ultimate Pinscrease und mache einfach wieder eine gute Fingerspitze in das Gehäuse rein. Ich habe hier unten schon relativ großzügig was reingefettet. Deswegen oben brauche ich jetzt nicht mehr ganz so viel. Aber ich mache trotzdem eine großzügige Schicht rein. Ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen sehen. Damit einfach wirklich nachher das komplette Zahnrad übernetzt ist. Wenn ich den dann nachher die ganze Power aussetze von dem 3S-Akku. Oder wie gesagt auch mal dann von dem 4S-Akku. Mir juckt es unheimlich in den Fingern, das 4S zu testen. Aber ich muss mich da jetzt noch auf die Suche nach einem geeigneten Akku machen. Weil ich habe das auch schon diskutiert. Mit dem 4S-Akku, wo ich jetzt beispielsweise in meinem Corrali Python fahre, der ist da viel zu groß. Das kann ich euch dann mal später am Schluss noch zeigen. Der würde da einfach ganz, ganz schlecht reinpassen. Und ich denke, dann ist auch das Gewicht vom Fahrzeug wieder zu sehr beeinträchtigt. Und ich habe ja beim 3S Speedrun auch schon den kleinen Shorty Lipo verwendet. Und da werde ich mal mich auf die Suche machen, ob ich da nicht etwas in 4S finde, das ich dann einfach nur für den Speedrun 4S nutzen kann. So.
Jetzt können wir an der Stelle auch schon wieder den zentralen Kardan einbauen, bevor die Diffcover drauf kommen. So, ein bisschen Spiel haben wir auf der zentralen Welle. Auf den Diff-Outs sind jeweils immer kleine Dichtungsgummis, die roten Gummis, als kleine Puffer, als kleine Abstandhalter mit drin. Bei der zentralen Kardanwelle braucht ihr die nicht, weil da der Abstand schon sehr optimal vermessen ist und ihr dadurch die Kardanwelle nur auf Spannung bringt. Und das bringt euch nachher tatsächlich nichts außer Schaden an der zentralen Kardanwelle. So, die Diffdeckel sind drauf. Dann können wir an der Stelle jetzt die Sache etwas beschleunigen. Freunde, da sind wir auch schon nah dran am Fahrzeug und ich kann euch zeigen, es hat sich so einiges verändert mittlerweile. Ich habe jetzt das Ganze fertig aufgebaut, ich habe noch die alten Reifen draufgepackt, mit denen fahren wir ja wie gesagt das nächste Mal gleich als erstes raus. Hier hinten seht ihr auch einen neuen Bumper. Der Gedanke mit dem Bumper ist folgender, ich habe beim letzten Speedrun gemerkt, dass er hinten, dass die Karo einfach hinten noch ein bisschen Wind aufnimmt. Das heißt, ich erhoffe mir durch das ganze Szenario mit dem Bumper hinten, dass ich einfach da nochmal eine kleine Windsperre habe. Der hat auch unten keine Verschraubung, keine zusätzliche, er ist nur an den zwei Punkten oben verschraubt, dass er eben hinten mit dem Wind noch ein bisschen spielen kann. Nichtsdestotrotz soll er die Stromlinie unten halten und dafür sorgen, dass nicht der Wind hinten in die Karo reinkommt. Das passt auch mit der Karo super gut. Da habt ihr nachher keine Probleme und das müsste mit jeder anderen Karo auch gut funktionieren. Zudem, wenn von hinten mal was draufschlägt, hat man halt auch noch mal einen kleinen zusätzlichen Schutz. Aber nur einen kleinen. So, kommen wir zu den ganzen Einbaukomponenten. Wie ihr seht, ich habe jetzt oben drauf den Lüfter verbaut. Dazu wollte ich ja noch mein selbstgedrucktes Lüftergehäuse verwenden. Ich habe es bei Social Media schon ein bisschen gepostet. Allerdings gab es da ein bisschen Probleme mit der Größe. Daher muss ich bei dem nochmal zurück an das Zeichenbrett und das ganze Ding von den Proportionen einfach nochmal ein bisschen größer konzeptionieren. Der Lüfter dann über eine Verlängerung an den Empfänger angeschlossen. Dazu der ganze Kabelsalat ein bisschen mit Kabelbinder an der Seite in Position gebracht. Ich habe auch den Empfänger auf den Servo oben drauf gepackt. Das mache ich meistens so beim TC04, weil da einfach der meiste Platz nachher ist. Und so habe ich auch die Gewichtsverteilung, Motor, ESC, Regler und Servo. Und auf der anderen Seite kommt der Akku rein. Vielleicht bei Gelegenheit das Ganze mal noch auswiegen. Wäre mal interessant, wo das ganze Gewicht sich dann so hinverteilt. Okay, wir haben einen neu eingebauten Alu-Servo selber für etwas mehr Lenkstabilität zusätzlich zu dem neuen Servo. Und Leute, natürlich dem 120 Ampere neuen Regler. Und ich denke, mit diesem 120 Ampere Regler werden wir bereits auf 2S jenseits der 100 km/h hinkommen. Und ich denke, mit 3S werden wir endlich mein Wunschziel, die 135 km/h mit dem TC04 knacken. Dann haben wir natürlich das komplette Dämpfer-Setup neu gemacht, also die Dämpfer eben auch gereinigt und dann auch neu befüllt. Ich habe mich jetzt dann nochmal dagegen entschieden, härteres Öl zu verwenden, habe das 500er Öl benutzt und habe die härteren Feder beibehalten. Zur Anpassung vom Fahrzeug, zur ganzen Höhe vom Fahrzeug, dazu nehme ich mal ganz kurz meinen Meterstab her. Wir haben dann eben Chassiswanne auf der Hinterseite, unten könnt ihr sehen, jetzt, wir haben ja eine gefalzte Kante, das heißt, ihr müsst immer wieder ein bisschen die Schräge euch wegdenken. Wir haben hinten circa
eine Fahrzeughöhe von 1,4 cm mit der gewalzten Kante. Ich denke, ohne gewalzte Kante wird man roundabout bei 11 mm liegen. Und vorne ist das Ganze natürlich deutlich tiefer. Wir haben aber auch hier keine Kante mehr, sondern hier sind wir ca. bei 9 mm. Das heißt, wir haben auf jeden Fall noch etwas Bodenfreiheit. Große Steine sollten da nicht mehr kommen, wobei ich denke, die werden wahrscheinlich vorne von der Karo schon weggeschoben. Also an der Stelle einfach mal zum Setup, vorne 9 mm, hinten 11 mm Bodenfreiheit. Und ich denke, das wird auch auf Asphalt vollkommen ausreichen. Wir haben einen Alu-Servo-Rahmen mit drin, das den neuen Servo unterstützen soll. Das heißt, wir haben den 10 Kilo Servo mit einer deutlich höheren Stellzeit und dazu einfach den Alu-Servo selber, den ich mir vom Dunefighter noch behalten habe. Den habe ich reingebaut, der passt an der Stelle 1:1 rein, das ist überhaupt gar kein Problem und den habe ich damals bestellt bei Ragua. Das heißt, wir haben jetzt an der Stelle das Fahrzeug erstmal fertig aufgebaut und werden jetzt bei der nächsten Gelegenheit, weil Leute, heute regnet es draußen, was nur runtergeht. Und wir werden jetzt bei der nächsten Gelegenheit nochmal rausgehen und das Fahrzeug dann genau so abstellen. Und ich werde mit ihm dann einen Speedrun machen auf 2S, auf 3S. Ja. So sieht das Ganze dann aus. Und ich werde dann auch noch bei Gelegenheit mal eine neue Karo für den guten Burschen lackieren. Aber dazu machen wir dann nochmal einen separaten Content, weil wir haben heute schon wieder fast die halbe Stunde erreicht. Was wir jetzt kurz noch machen, was ich euch zeigen will, sind neue Reifen, die ich bestellt habe, die ich jetzt draußen auf dem Parkplatz verwende für den Speedtest. Und dazu machen wir doch nochmal kurz die Kamera aufs Stativ. Und zwar habe ich bestellt beim großen blauen C zwei neue Reifensets. Und zwar einmal Donut Tires und einmal nochmal denselben Reifensatz, wie ich ihn schon auf dem TC04 fahre. An der Stelle zwei Paare, die roundabout mit 12 Euro im EK liegen. Und ich kann euch die jetzt mal kurz ein bisschen aus der Nähe zeigen, weil hier handelt es sich einmal um Profilreifen. Das sind wie gesagt die Reifen, die ich schon immer für den Speedrun benutze. Und die Besonderheit, die haben eine etwas größere Felge. Die sind da ein bisschen großzügiger, einfach von der Felgengröße nicht viel. Roundabout Millimeter vielleicht, wie andere 1:10er Onroad-Reifen. Aber sie haben einen recht großzügigen Gummi und darin auch eine softe bzw. eine mittelharte Einlage. Und diese Reifen blähen auch tatsächlich, wenn ich dann Speedrun mit denen mache. Und durch den Blähe-Effekt komme ich eventuell noch auf eine kleine höhere Geschwindigkeit. Also für mich im 1:10er Bereich tatsächlich die coolsten Reifen, wenn es um den Speedrun geht. Die funktionieren auch Indoor recht gut, aber durch das Profil habe ich natürlich Fläche, wo nicht Kontakt mit dem Teppich hat. Das heißt, kann mir dann da im Gegenzug zu Slickreifen dann wieder ein Nachteil sein. Aber an der Stelle, wie gesagt, ich habe nur positive Erfahrungen draußen auf dem Asphalt mit diesen Reifen gemacht. Deswegen kann ich jedem nur empfehlen, bevor ihr irgendwelche teuren Reifen wegschrubbt, nehmt diese Alternativen, die ihr beim Packen halt einmal laut Konrad einkaufen könnt. Immer dieses blaue Zegelaber. Okay, dann habe ich mir, wie gesagt, nochmal einen Satz bestellt von Absima, der an der Stelle, wie gesagt, schon als Donut Tires betituliert ist. Ja, könnt das ganz klar sehen. Das hat nichts mit Essen zu tun, sondern das sind einfach nur die Reifen, die damit, beziehungsweise ich bin gespannt, wie die draußen auf Asphalt funktionieren, ob die dann auch ein paar Streifen hinterlassen. Schön mit Mehrspeichenfelgen, also auch eine coole Geschichte und wie gesagt, komplett profillos. Und die, Freunde, kann ich euch verraten, die bin ich auch schon Indoor gefahren in Senden und die funktionieren dort ebenfalls sehr gut. Und wenn ihr jetzt den Reifendurchmesser anschaut, beide Reifen, ihr könnt es leicht sehen, so liegen beide untereinander, der hintere Reifen ist ein bisschen größer. Ja? Das war das, was ich vorher angesprochen habe. Vorteil für draußen, ich bekomme natürlich nochmal einen Millimeter oder zwei mehr Bodenfreiheit zu meinem Chassis und in dem Moment, wo ich das Chassis eh schon so tief gelegt habe, kann das natürlich nachher ein Vorteil sein. So. Wir werden aber nichtsdestotrotz beide Reifensets einfach mal draußen versuchen. Wie gesagt, dadurch, dass ich ja jetzt meinen 1:10er mit so viel Power ausgestattet habe, 120 Ampere Regler, denke ich, wird der auch einfach als Streetbasher funktionieren. Dann kann ich dort meine Reifen, meinen Gummi wegrauchen und kann auf der Straße durch die Gegend driften. Von den Untergründen her natürlich muss man sich auch immer ein bisschen was Geeignetes suchen, aber ansonsten, ich sage jetzt mal so frisch betonierte Parkplätze, da kann man es dann richtig qualmen lassen und sollten die Reifen halten, was sie versprechen, dann haben wir da bald sogar kleine Driftstreifen von 1:10ern an C-Autos. Ja, Freunde, das soll es für heute auch schon wieder gewesen sein.
TC04, aktueller denn je bei mir auf dem Tisch. Ich kriege immer wieder auch Nachrichten aus der Community. Ich kann nach wie vor dieses Fahrzeug für diesen Einkaufspreis von gerade mal 60 Euro nackt empfehlen. Wie gesagt, ein cooles Chassis. Was man auf jeden Fall machen muss, man muss das Chassis, wenn man es sich kauft, auf jeden Fall einmal auseinanderschrauben und mal nach den Komponenten schauen, wie die Kugellager. Dann habe ich euch ja in den letzten Videos noch den Heck mit der Motorhalterung gezeigt, dass ihr da einfach ein Stück abfräst und dann könnt ihr das Kugellager dort hinten wieder sauber zum Laufen bringen. Hier sind noch zwei Mitteldeckschrauben, die nach unten wollen. Und ja, deswegen, ich kann das nur empfehlen für draußen, bevor ihr euch ein Tamiya-Chassis holt, Plastikteile, oder bevor ihr euch ein teureres Chassis kauft, irgendwas anderes, was eigentlich dann beim ersten Randsteinklatscher genauso kaputt geht. Wie gesagt, bei 60 Euro inklusive Tuningteile, es ist alles verstellbar. Und ihr habt ein Onroad-Fahrzeug, das eins der wenigen ist, wo vorne die Lenkhebel mit Pivotboys arbeiten. Das heißt, wenn ihr euch die Dinger raushaut, beziehungsweise mal gegen den Randstein fährt, haut es euch ziemlich wahrscheinlich die Pivots raus, bevor euch ein Teil bricht. Und das macht dieses Fahrzeug für mich sehr anfängerfreundlich und auch sehr einsteigerfreundlich, auch von der Preiskategorie her erschwinglich. Und man muss dem Ganzen dann lediglich noch die elektronischen Komponenten hinzufügen. Aber würden wir jetzt mal nicht von dem Sabrix Servo ausgehen, sondern wir bleiben bei der ursprünglichen Elektronik, die ich hatte. Das Carson Servo liegt bei 25 Euro. Der Robitronic Racer 60, den gibt es in der Combo. Am besten gleich mit einem 4000 kV Motor. Dann zahlt ihr da vielleicht noch 50 Euro. Und dann braucht ihr noch eine Funke. Ja, die braucht ihr auf jeden Fall mit dem Empfänger. Das heißt, da könnt ihr aber auch schon für 30 Euro was bekommen. Und wenn ich das Ganze dann summa summarum zusammenziehe, inklusive der Anschaffung vom Chassis und vielleicht noch eine Nipo-Akku, dann kommen wir auf ca. 150 bis 170 Euro. Aber wie gesagt, dann ist der Spaß all inclusive. Und wie gesagt, für draußen, für den Parkplatz absolut ausreichend. Ich bin aber damit auch Indoor gefahren, Strecke gefahren, habe damit auch schon sehr gute Zeiten hingelegt und werde ihn mit Sicherheit mal wieder mit reinnehmen. Oder ich lege mir einfach zum Winter nochmal ein zweites TC04 Chassis wieder zu. Wer weiß. Freunde, schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Wer den Kanal noch nicht abonniert hat, jetzt wäre die Gelegenheit, unten auf Abonnieren zu drücken. Wenn ihr Fragen zum Fahrzeug habt, gerne in die Kommentarleiste unten oder auch über die sozialen Medien, Facebook, Instagram, neuerdings jetzt auch auf TikTok. Und ja, haut sie einfach raus. Ich versuche sie nach bestem Wissen und Gewissen für euch zu beantworten. Und ansonsten sage ich, bis zum nächsten Mal bei Waxxers RC TV.